Mit freundlicher Unterstützung der Shooters Corner in Butzbach haben wir hier eine nagelneue Walter PPQ M2 Kaliber 9mm Luger. Wir machen hier ein klitzekleines Unboxing und erste Eindrücke, gefolgt von einer Sequenz, wie ich diese Waffe schieße, inklusive Ergebnis. Geschossen haben wir auf 7 Meter. Lieferumfang der PPQ ist mehrsprachige und bebilderte Bedienungsanleitung und entsprechend die Anschlussscheibe. Recht gutes Ergebnis und geschossen wurde hier tatsächlich auf 15 Meter. Im Lieferumfang weiterhin enthalten haben wir hier zwei unterschiedliche Backstraps. Ein Backstrap ist inklusive einem leichten Beavertail, das also hier letzten Endes reingeht. Und einer ist komplett ohne, der dann quasi hier diese Verlängerung anscheinend macht, also so rum eingesetzt. Ebenfalls mit dabei haben wir natürlich zwei Magazine und eine Ladehilfe. Ergonomisch liegt die PPQ sehr schön in der Hand. Die Visierung, eine Dreipunktvisierung, sehr grelle Punkte, haben einen sehr, sehr schönen Kontrast, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat man eine sehr, sehr schnelle Zielerfassung. Wir haben beidseitige Bedienhebel für den Verschlussfanghebel, Magazinhaltehebel kann, gehe ich mal ganz stark davon aus, ebenfalls umgebaut werden. Der Abzug steht gefühlt irgendwo bei 1500, 1600 Gramm, maximal 1800 Gramm. Wenn ich jetzt diese PPQ M2 nehme, im Vergleich zum Beispiel zu meiner Glock 17, die ja ein vergleichbares Sicherungssystem hat, nämlich über dieses Safer Action Züngel hier, ist der Abzug hier ein bisschen angenehmer, weil dieses Züngel tatsächlich bündig mit dem Abzug abschließt, was bei der Glock nicht der Fall ist. Und dadurch schaut es bei der Glock ein bisschen hervor und drückt am Finger und das ist unangenehm. So, wenn wir das System spannen, sehen wir auch, die Waffe sitzt in meinen Patschehändchen eigentlich sehr ergonomisch drin. Das heißt, ich habe hier sogar noch ein bisschen Luft. Mein Fingerglied schaut soweit eigentlich parallel zum Ziel und ich kann ganz sauber trocken nach hinten abziehen. Zum Zerlegen gehen wir einfach hin, ziehen den Schlitten ein Stückchen nach hinten, ziehen diese Zerlegelasche nach unten und ziehen den Schlitten einfach nach vorne weg, wie man es auch sonst so kennt. Federpaket, Lauf, brauchen wir jetzt nicht unbedingt rausmachen. Zum Zusammensetzen einfach die Waffe wieder zusammensetzen, Schlitten nach hinten ziehen und sie ist wieder zusammen. Preislich liegt die PPQ M2 bei 899 Euro in der Shooters Corner und kann dort gegen Vorlage eine entsprechende Erwerbserlaubnis erworben werden. Das ist die Walter PPQ M2 und jetzt schalten wir direkt rüber auf den Schießstand, wo wir mit dem Teil auch ein bisschen geschossen haben. So, Dille, wir wollen jetzt die Walter PPQ auf 7 Meter mal Probe schießen. Ich bin selber gespannt, habe die PPQ längere Zeit nicht geschossen. Einer meiner Mitglieder hat, wie gesagt, eine. Und ja, wollen wir mal schauen. Ich bin gespannt. Oh, der Reset, der ist mal richtig gut. Sehr kurz und knapp. So, und jetzt muss ich tatsächlich nach vorne auf die Scheibe gehen, weil ich traue meinen Augen gerade nicht. Da geht ihr irgendwie mit nicht rechten Dingen zu gerade. Das schreit mal nach ein paar mehr Schuss. Oh! Der war scheiße. Der war komplett verrobbt. Ja. Also die PPQ schießt sich eigentlich sehr schön.
Ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck gehabt, dass aber jetzt ein bisschen an meiner Grifftechnik liegt. Der Verschlussfanghebel sitzt sehr weit hinten, was natürlich eine sehr leichte Erreichbarkeit ergibt, dass ich also ohne die Hand verdrehen zu müssen den Schlitten lösen kann. Aber aufgrund der scharfen Kanten an dem Verschlussfanghebel, muss ich ganz ehrlich sagen, drückt es ein bisschen bei mir, bei meiner Haltung, drückt es beim Schießen im Rückstoß durchaus ein bisschen auf den Daumen. Aber das ist halt bei mir so ein bisschen Mi-Mi-Mi halt. Aber schießt sich sehr schön. Sehr, sehr angenehm. Angenehmer Rückstoßverhalten. Absolute Kaufempfehlung für 8,99. Da kann man nicht meckern. Walter PPQ M2.